So, Medal of Honor Warfighter, ein weiteres Ingenieur Let's Play, den Multiplayer-Modus auf Tungaba Dschungel Sector Control mit dem schwedischen Spec Ops. Greifen südlichen Sektor an. Juhu, juhu. Wir laufen mal etwas weiter nach links und lang erobert. So, woraufhin wir wahrscheinlich gleich sterben werden. Party versorgt. Jetzt bin ich dem genau vor die Flinte gelaufen. Schlecht. Tja, den hätten wir gehabt, hat ihn jemand anders weggekillt. Jawohl, Bildros, ich wusste, dass da einer steht. Den haben wir auch gekillt. Den auch. Das war schon wieder Bildros. Störsender platzieren. Wir werden angegriffen, na nix hier weg hier Leute, aber schnell, 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 schnell! Ramtamtamta, ramtamta. Kennt ihr das noch? Ramtamta, ramtamta, ramtamtata. Muppet Show, oder? Ich weiß es nicht mehr. Smörrebröt, Smörrebröt. Wir haben noch einen mitgenommen. Buddy versorgen. Buddy! Jetzt bist du tot, scheiße. Jetzt möchte ich bräuchte. Wir sollen jetzt Rest gegeben. Naja, gut. Ja. Was ich ja nicht ganz verstehe, Medal of Honor Warfighter, warum zur Hölle der Multiplayer-Modus von Medal of Honor Warfighter so schlecht bewertet wurde, klar. Es ist kein Battlefield. Will es aber auch nicht sein. Aha, beide tot. Was ich ja daran nicht ganz verstehe, ein Call of Duty wird wieder mit 80er und 90er Bewertungen rausgehauen, Black Ops 2. Und ein Medal of Honor, was zumindest grafisch und soundtechnisch eigentlich Call of Duty in jeder Hinsicht überlegen ist, wird abgestraft. Was findet ihr das gerecht? Ich bin kein Medal of Honor Fanboy oder EA Fanboy, aber Call of Duty zum Beispiel ist ja wirklich auch nicht das Gelbe vom Ei. Ja, den haben wir erledigt, wird aber gnadenlos überbewertet, meiner Meinung nach. Roll of Duty. Boah, die hat mich gerettet, ja, das ist aber cool. Party join.
Buddy, Buddy, Buddy! Du musst mir E drücken lassen und jetzt habe ich geheilt. Buddy! Vom Larue OBR. Also die Larue OBR hat wohl die Spezialfähigkeit, schräg um Fensterecken zu schießen. Alter, es ist unglaublich, der kann mich überhaupt nicht sehen. Ah ja, 5 zu 4 Kills. Das ist eine Annäherungsmine. Ich hab gesagt, da ist eine Mine. Ja, wir sind schon wieder überrannt worden hier. Guckt ihr das an? Keiner hat irgendwie von denen eine Flagge erobert. Von unserem Team meine ich. Also es ist einfach irgendwie... Ja... Nichtsdestotrotz... Wie kann man nur Call of Duty so arg loben und das hier in den Schmutz ziehen? Naja, 6 zu 6 die KD. Es geht doch in Ordnung, Leute, oder? Dafür, dass ich das halt echt nicht kann. Vor allem, dass unser Team irgendwie auch nichts zusammen zustande bringt. Tja, dann gehen wir halt zum nördlichen Sektor, wenn die alle woanders hin. Da hinten kommt einer. Atlas, das war's. Wir ziehen uns zurück. Ihr habt uns gesichert. Seid vorsichtig. Ha! Nix damit am Boden rumschleichen, Schleicher. Den haben wir auch noch. Ja, den nehmen wir. Johanna Choco. Johanna Schokobär, das ist auch mal ein geiler Nickname. Johanna Schokobär. Was ist alles für ein Name? Medaille Elite Fireteam, ja, da habe ich eh gewollt. Dass das mal geholt wird. Mann, ich wollte doch den Störsender legen. Etwas unklug ihn zu legen, wenn der Gegner rumrennt, ich weiß aber. Okay, das war's. Wir haben auch diese Runde verloren, weil P4F dominiert hat, wie immer. Aber 8 zu 8 Kills, ich finde, das kann sich sehen lassen. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Ich bin der Einzige vom Team, der 2 Flaggen erobert hat. Also bis zum nächsten Video von Medal of Honor Warfighter. Bis dann. Viel Spaß. Danke. Ciao.